بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديث نمبر 2 Das ist der Hadith von Abi Abdirrahman Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Der Hadith ist absolut authentisch überliefert bei Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Bunya al-Islam wa ala khams. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa raw anni abduhu Abdullah wa rasuluhu wa iqamati as-salah wa ita'i az-zakah وحج البيت وصوم رمضان. Es gibt andere Überlieferungen, wo zuerst steht Ramadan und dann Hajj, beziehungsweise auch im anderen Hadith von Umar radiallahu anhu, wo noch dazu steht وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Hajj für den, der die Möglichkeit dazu hat. Naam. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist ein Hadith, der uns zeigt, dass der Islam aufgebaut ist auf Säulen, als wäre der, ja, als wie ein Vergleich wie mit einem Haus, was oben gebaut ist, ja, was hoch gebaut wurde. Und dieses Haus steht auf 5 Säulen, die diese Religion tragen. Dass der Islam dieses Haus ist und diese Religion, ja, dieses Haus ist die Religion der Islam, Bunya al-Islam, der Islam wurde aufgebaut auf 5. Auf 5 was? Auf 5 Säulen. Bunya al-Islam wa ala khams, yani khams, 5 Säulen, auf die er steht. Und das bedeutet, dass wenn eine Säule davon kaputt geht, dass das nicht mehr gehalten wird. Das bedeutet, dass derjenige, der das verleugnet, der sagt, nein, man braucht nicht beten, derjenige ist Käfer. Wenn einer sagt, man braucht nicht beten. Auch wenn er sogar betet, er ist raus aus dem Islam. Ja? Weil das Allah also klar gemacht hat im Koran und der Prophet alaihi salatu wassalam in der Sunna. Der Islam ist aufgebaut auf diesen 5 Säulen. Allah hat das quasi zur Pflicht gemacht. Und diese Pflichten waren Pflichten für alle Propheten, die vor uns waren. Für sie war auch Pflicht zu fasten, zu beten, Hajj, Zakat. Es kann sein, dass sich das eine oder andere geändert hat, wie sie gefastet haben oder wie viel Zakat sie gegeben haben. Das kann sich geändert haben. Ja, und dafür gibt es viele Beweise. Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, der war einer der ersten, der zum Islam gekommen ist, vielleicht der dritte Person. Und der Prophet alaihi salatu wassalam hat ihn gefragt, wie hast du denn gebetet? Weil er hat auch gebetet. Ja. Ich habe einfach gebetet, so runter, hoch. Der wusste nicht, wie viel und was man sagt und so. Der hat einfach gebetet, bis er nicht mehr konnte und er nicht mehr stehen konnte. Ja, Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu. Allah sagt im Koran über das Fasten: Ya alladhina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Euch wurde das Fasten vorgeschrieben, so wie denen es vorgeschrieben, die vor euch waren. Ibrahim alaihi salam sagt was im Koran? Ja, wa adhin bin nas, ja, wa adhin bil hajj yatuka rijalun yatuka, wie heißt der Vers nochmal? وأذن بالناس وأذن بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يا ويأتوك رجال غوفة سوا حج غوفة سوا بيلغفات das ist, die haben schon gepilgerfahrt gemacht, die haben Hajj gemacht, die haben Zakat gemacht, die haben gebetet, die haben Zakat gegeben, ja, aber es war halt anders, aber das war immer eine Säule. Die anderen Sachen, die wir machen, freiwilliges Fasten, ja, Ramadan war immer Pflicht im Schahr von Ramadan und immer das zu machen, ja, da muss man halt aufpassen, diese Sachen. Diese 5, wer das leugnet, auch wenn er es sogar praktiziert, der ist kein Muslim. Wenn du leugnest die Pflicht von Hajj, die Pflicht von Beten, die Pflicht, es gibt Leute, die sagen, ja, ich brauche nicht beten, ich mache das, aber man braucht das nicht. Es gibt so Leute, die sind so richtig kaputt, die haben so falsche Politik in ihrem Kopf, die, oder Sufis zum Beispiel, die sagen, ich brauche das nicht, ich habe so einen großen Iman, ich brauche nicht mehr zu beten. Ja, subhanallah. Und so weiter. Deswegen, liebe Geschwister, diese Sache ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Hadith ernst nehmen. Es ist einer der Hadithe, die Basis vom Islam zeigen. Weil das andere ist freiwilliges Beten, freiwilliges Fasten. Ja, und was in diesem Hadith nochmal deutlich macht, der Mann, der kam zum Prophet alaihi salam, sagte, ja, Rasulullah, ich werde nur, was sind die Pflichten? Er sagte, Shahada. Die Shahada war natürlich anders. Bei den anderen Propheten haben die nicht gesagt, Ashadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Die haben gesagt, Ashadu la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah wa anna Isa Rasulullah wa anna Ibrahim Rasulullah. Der Prophet, der gerade bei ihnen war. Ja? So, aber alles andere, die mussten auch diese Säulen erfüllen. Und was hier wichtig ist, dass wir das wissen und erwähnen, Barakallahu fikum, ist, dass die anderen Sachen freiwillig sind.
Und der Mann, der zum Prophet ﷺ kam, der sagte ihm, ja Rasulallah, sag mir, was sind die Pflichten, die Allah mir gegeben hat? Er sagte, dass du Shahada sagst, ja, dass du bezeugst, dass Allah Tawhid, also dass Allah nur ein einziger ist, nur er darf angebetet werden, und dass ich der Gesandte von Allah bin, und dann diese, das Gebet, Fasten, Hajj und Zakat. Und dann sagte der Mann, gibt es mehr Pflichten als das oder nur genau das? Also 5 Gebete, einmal im Monat Ramadan fasten, einmal im Ramadan, einmal im Jahr Ramadan fasten, etc. Der sagte nur das. Dann hat er ihm gesagt, ich werde nicht mehr machen als das und nicht weniger. Dann hat er gesagt, wenn du das machst, bist du im Paradies. Das heißt nicht, dass man ja nie sagt, okay, ich brauche kein freiwilliges Fasten, freiwillige Spenden. Nein, das heißt das nicht. Warum? Weil eventuell machst du manche Gebete nicht sehr gut. Eventuell hast du Lücken. Gebet verpasst oder Gebet von deinem Gebet wurde nur die Hälfte aufgeschrieben, weil du nicht gut gebetet hast mit Khushu'. Deswegen, du brauchst diese Sunna-Gebete. Und der andere Hadith, der uns das auch zeigt, es gibt nichts, womit man Allah näher kommt.